Hallo Leute, willkommen zurück zum Euro Truck Simulator 2. Diesmal habe ich wieder wen mit an Bord. Wer ist denn da? Ich bin nicht da. Du bist nicht da? Gut, dann fahren Nein, wir heute ich alleine. da. Also Leute, wir fahren Ach, heute alleine. stört keiner. Der liebe Darcy ist mal wieder da, zur Abwechslung. Ja, guten Tag zusammen. So, wir stehen jetzt in, keine Ahnung, in Zaba oder wie das heißt. Wir fahren nach Rijeka und fahren irgendwelche Autos spazieren. Also, ja. In Zada war ich selbst auch noch nicht mit dem Eurotruck. Ich bin jetzt auch das erste Mal da, aber ich glaube, ich fahre dann nie wieder her. Hast du eigentlich schon auf 1.7.1 gepatcht? Hat Steam automatisch gemacht, ja. Achso, ach ja, du hast ja jetzt auch mit Steam verbunden. Also ja, habe ich. Und bei der ersten Aufnahme habe ich eh gemerkt, dass ich mag diese Force-Feedback-Effekte. Weil interessanterweise, wie ihr alle wisst, in meinem Standardprofil habe ich es haargenauso eingestellt und da spüre ich es nicht, wenn ich über so einen Bodenhubbel drüber fahre. Und in dem Profil auf einmal doch, ich habe keine Ahnung. Steam hat automatisch abgedatet. Hab's eh zuerst abgebrochen, also nicht fertig gemacht, weil man gedacht hat, wer weiß, was die wieder geändert haben. Dann rennen wieder die Hälfte der Mods nicht. Aber ja. Scheinbar. Es war ja ein kleiner, wie würde man sagen, Hotfix oder so für die also die Frachtmärkte. Weil die, wenn du ja viele Aufträge, wenn du jetzt hier die TSM-Map zum Beispiel nutzt und viele Aufträge angenommen hast und Niederlassungen hast, kriegst du irgendwann keine Frachtmarktaufträge mehr, weil das irgendwie überläuft dann. Und dann wird überhaupt kein Auftrag mehr angezeigt. Okay. Das wäre ein bisschen blöd. Ja. Aber wie gesagt, da muss man halt abwarten, wie es sich dann entwickelt. Also ich habe bei dem Patch jetzt also nichts bemerkt, dass sich da irgendwas großartig geändert hat. Im Moment merke ich auch nichts. Ich bin jetzt auch schon mit meinem normalen Profil ein bisschen gefahren und da hat es eigentlich problemlos funktioniert. Ja, ich habe also, ja auch schon eine Aufnahme damit wieder gemacht, auch die Mods, die ich drin habe. Ich habe ja noch den Wintermod zusätzlich drin und liefen bis jetzt eigentlich alle weiterhin. Okay. Ja. Na dann sind wir ja guter Dinge, dass es weiter so bleibt. Aber ich glaube, gefährlich sind eigentlich nur die Updates, die auch die zweite Stelle verändern. Also das nächste wäre dann 1.8. Ja. Ja. Oder wenn sie wirklich irgendwelche neuen Elemente mit reinbringen, dann wird es auch wieder kritisch. Ich glaube jetzt, ich hoffe halt einmal, dass das jetzt nicht mehr so stark verändert. Ja, wer weiß. Die wollen ja ihre komische Word of Trucks Seite noch weiter in das Spiel mit einbinden und da wird bestimmt auch noch so einiges kommen. Glaubst du? Weil die Leute wollen, lieben doch heute Sachen wie Facebook und sowas, weil nichts anderes ist diese Seite. Sie ist ja auch nur eine Community-Seite und nichts anderes. Sie sollen so einen Share-Button einfügen. Teilen Sie diesen Unfall auf World of Trucks. Ja, jetzt zur Zeit hast du ja sowieso nur die Möglichkeit, Bilder da hochzuladen und anderen Leuten deine Bilder zu präsentieren. Und du kannst, wow, wie wunderbar, dein Nummernschild einheitlich machen für alle deine Trucks. Weil da jeder Truck das gleiche Nummernschild hat, oder? Ja, von deinen, die du gekauft hast oder so. Also wenn den Truck dann mein Kollege übernimmt, oder wie? Ja, dann weiß ich nicht, ob der dann wieder ein willkürliches Nummernschild kriegt. Auf jeden Fall den Truck, den du benutzt, hat dann dieses Nummernschild, was du auf dieser Webseite eingegeben hast. Wow, Wahnsinn. Ja, das ist auch so wichtig, weil das siehst du ja auch die ganze Zeit während dem Spielen immer wieder. Ich sehe es in der Spiegelung im Auto vor mir vielleicht. Ja, ist einmal das wahrscheinlich. Nö. Also so stark sind die Spiegelungen, glaube ich, hier doch nicht in dem Spiel. Echt. Also ist das für mich komplett überflüssig. Und das, was ja noch kommen soll, irgendwann kommen soll, ist ja, dass du so eine Art virtuelle Spedition gründen kannst, wo du dann mit Freunden zusammen in die Spedition einsteigst und dann sehen deine Freunde, welche Touren du gerade fährst. Mag vielleicht nett sein, aber gleichzeitig veröffentlichst du natürlich so, wann du immer wo spielst, wie lange du spielst und so. Und das möchte ich eigentlich auch nicht jedem so ohne weiteres mitteilen. Das muss ja nicht jeder wissen.
Ja, ist halt die Frage, wer das dann genau sieht. Und das, ob es da wirklich eingeloggt sein muss, dass das siehst überhaupt. Ja. Oder ja, im Prinzip ist es mir wurscht, ob jemand sieht, dass ich jetzt 2 Stunden Eurojackpot gespielt habe. Mein Gott. Ja, aber er sieht ja dann auch, wenn du gerade live am Fahren bist. Ja, okay. Weil wenn du jetzt, sagen wir mal, das gäbe es jetzt schon, der wird jetzt zu dieser Zeit jetzt, wenn einer, ob das jetzt nur deine Freunde sind, wie bei Facebook, dass nur deine Freunde solche Sachen mitkriegen oder weiß nicht, oder in dieser virtuellen Spedition, die würden aber jetzt sehen, oh, Lokotus ist gerade online am Spielen. Ja, heutzutage ist leider alles online, also. Ja, und dann Aber ist es, wollen die ja auch, theoretisch sieht das auch jeder in Steam, wenn ich jetzt gerade in dem Moment Euro Truck wenn spiele. du nicht unsichtbar bist. Okay. Bei Stream musst du ja nicht sichtbar sein. Auch für deine Freunde nicht. Du kannst ja alles immer grundsätzlich auf unsichtbar halten. Das ist ja so wie in anderen hier, bei Skype oder so, kannst du dich auch auf unsichtbar setzen. Ich habe genügend Bekannte, die in Skype nur unsichtbar sind und nur sich selbst melden, wenn sie was wollen. Man sie selbst nur auf Verdacht anschreiben kann und dann hoffen kann, dass sie vielleicht doch da sind. Okay. Also ich bin eigentlich immer online in Skype. Nicht Skype. Auch in Skype. Auch in Steam. Ja, ich nur dann auch in Skype setze ich mich auf Rot, wenn ich irgendwie wie jetzt zum Beispiel Aufnahme mache mit dir zusammen, Ja. damit jetzt keiner dazwischen funkt und dann jeder denkt, ach, der hat wieder eine Mitteilung gekriegt, weil es gibt ja auch immer dieses komische Geräusch dann von sich. Richtig. Ja, und das stört ja bei Aufnahmen. Ein bisschen, aber nur ein ganz kleines Ja, bisschen. a little bit. Und wir sind schon da. Ja, So das Leute, war das war aber. eine kurze Folge. Ja, das war aber eine kurze. Ich glaube, damit hast du ja meine Kurzfolge unterboten. Bin jetzt gerade bei 7 Minuten. Ja, meine war. Ich glaube, meine kürzeste Folge der letzten Monate war irgendwas mit jetzt 12 Minuten. 12 Minuten. Sie ist Das schon ist für lang, oder? mich. Ja, aber für meine Verhältnisse eigentlich wirklich eine Kurzfolge. Ja, aber wie gesagt, ich habe ja auch, bei mir habe ich zurzeit das Problem, für den Euro Truck kommen keine neuen Mods raus, die es wirklich wert sind, getestet zu werden oder vorgestellt zu werden. Also so richtig Interessantes kommt da nicht raus. Also habe ich zurzeit auch so ein kleines Problem, irgendwas Vernünftiges zu zeigen. Ja, wie du auch gesagt hast, ich glaube auch, dass die Modder mittlerweile drauf pfeifen, beziehungsweise erstmal abwarten, weil wenn jetzt SCS so weitermacht mit den Patches, dann Ja. haben wir im Anfang Dezember wahrscheinlich 1.8. Wahrscheinlich, wenn das so weitergeht. Wenn SCS wenigstens vorher ein bisschen Rücksicht auf die Modder nehmen würde, wenn ein neuer Mod rauskommt, dass sie nicht wie jetzt damals hier bei 1.5 hier mit der Kabine und sowas, wo der schädigt ja bis heute noch im Endeffekt die ganze Modder-Szene. Seitdem sind ja so viele Mods verschwunden mit Anbauteilen und so, die man früher hatte. Gibt's ja heute fast gar nichts mehr. Ja, heute hast du, also ich kenne jetzt nur diesen Megamod, den du mir geschickt hast. Ja, das ist der einzige, der noch großartig Anbauteile irgendwie liefert. Und nicht nur jetzt speziell für einen Truck, sondern für alle Trucks. Und das ist immer noch durch diesen blöden Patch 1.5. Weil da sind so viele Modder abgesprungen. Kann das sein, dass dieser Megamod mit dem neuen Volvo noch immer Probleme hat? Die Version 1.9 nicht mehr. Also die 1.8, die hast du ja, glaube ich, gar nicht. Du hast, glaube ich, was hast du als letztes von mir Alter, gekriegt? fährst du weiter mit deinem Käfer? Danke. Ich glaube, du hast. Der hält jetzt noch mal. Ich glaube, du hast von mir 1.7 noch als letztes bekommen. Ja, 1.9 hast du noch gar nicht von mir bekommen. Muss ich dir auch noch schicken. Also die 1.8 hatte reichlich Probleme verursacht. Da ist bei mir ja auch öfters das Spiel dann abgestürzt. Mit der 1.9 läuft es eigentlich jetzt wieder. Okay. Also ich glaube, ich habe jetzt 1.7 drin, aber. Ja, ich meine, du hättest 1.6 oder 1.7, weiß ich jetzt gar nicht, was wir zuletzt bei dir hochgeladen haben. Aber Bin ich ich glaube jetzt nicht. 1.7. Ja. Naja, müssen wir nachher nachschauen, was ich drin habe. Ja.
Also wie gesagt, mit 1.9, die habe ich ja jetzt schon länger, über eine Woche lang getestet. Bin damit rumgefahren, habe eingekauft und so. Bis jetzt funktioniert es. Also bis jetzt stürzt nichts ab. So, jetzt wird es wieder laut. Aber ich kann sich nicht erinnern, das ist halt mein Lenkrad. Ich habe halt kein G27, das leise wäre. Auch das G27 ist auch nicht gerade leise. Das 27er schon, weil das ist Schrägquarzhand. Dadurch, wie bei einem echten Autogetriebe, soll es leiser sein. Ja, kauft ihr das mal. So, an dieser Stelle ein Spendenaufruf. Ja. Kleiner Scherz am Rande. Ja, ich glaube nicht, dass wir Zuschauer haben, die so spendabel wären und mal eben ein Lenkrad für drei. Boah, was hast du schief eingeparkt? Er hat's akzeptiert. Uns ein Lenkrad für 300 Euro schenken. Nee, das glaube ich auch nicht. So, wir fangen gleich weiter. Frachtmarkt, was gibt's denn da? Ja, dann schauen wir mal. Wo bist du denn? In Rijeka. In Rijeka. Nach Zadar fahren wir nicht mehr zurück, nein? Nee, da waren wir da gerade. Venedig, Salzburg. Venedig oder Salzburg? Mal gucken. Komm, da die Rohre nehmen wir. Eisenrohre? Ja, das war was anderes. Gut, los geht's. Los geht's. Erstmal abholen. Erstmal den Kollegen da niederführen. Ja, Plattfahren. So. Sehr rasant. Guck mal. Bist du schon gewohnt von mir, oder? Deutsch, ja, der hat ein deutsches Nummernschild. Das sind welche auf Urlaub. Was der vor mir? Hm. Oder? Ja, sah so aus. Sieht aus wie ein deutsches. Jetzt kann man es sowieso nicht mehr. Also ich über Skype kann es jetzt nicht mehr erkennen. Ich auch nicht mehr. Jetzt im Moment. Ja, ja. Und die Ampel bleibt grün. Wahnsinn. Wow, ist das hell. Oh ja. Das ist eigentlich wie in der Wirklichkeit. Ja, das haben sie gut gemacht. Ja. Ja, vielmehr, das hat die SCS gemacht, das liegt an dem Wettermod, den du drin hast. Ja, stimmt. Also habe ich auch noch nie gehabt, diese Einstellung, das so hell war. Ja. Aber sondern schön. Direkt frontal. Wie schick. Hat doch mal was, ist mal was Neues. Ich finde auch faszinierend, dass dieser Wettermod mit dem Wintermod zusammen funktioniert. Echt? Hm? Das geht also auch. So, einmal Auftragsrohre nach Venedig. Scheinbar ging es dort muss ein bisschen absaufen, dort brauchen wir Rohre. Ja, die wollen das Wasser aus der Stadt leiten. Genau, braucht keiner mehr. Das war mal früher innen, aber heutzutage. Ja. Das arme Lenkrad. Das ist schon gewohnt. Ist das nicht irgendwann einmal sogar grün worden? Wenn du den Trailer angehängt hast? Also wenn du richtig gestanden bist? Oder war das, oder bin ich mir das ein? Nee, beim Abholen nicht. Okay. Du hast ja jetzt so abgeholt. Da hast du diese Fläche dann nicht. Na gut, dann. Ja, Einbildung ist auch eine Bildung. Ja, bei manchen Leuten die einzige Bildung. So, dann fahren wir kurz über die Fährchen. Ja. Einfach platt fahren. Also wenn ich Modder wäre und könnte sowas, hätte ich zum Beispiel bei den Figuren den Kontaktpunkt weiter in der Mitte gelassen, hätte aber die Figur selbst so 3 Meter entfernt davon gestellt. Das ist richtig, es wäre realistischer gewesen, sagen wir mal. Ja. Ja, aber ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist, bei dem Spiel das so zu setzen dann. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich muss dann irgendwie so. Das normale Standardsymbol hat ja auch eine gewisse Fläche. Wahrscheinlich muss dann irgendwie die Figur am Rand setzen und ja. Ja, den Rest halt irgendwie unsichtbar oder so. Keine Ahnung. Bin kein Modder. Bin Fahrer. Ich auch nicht. ich sollte mir mal danken fahren. Ja, in meiner letzten Folge habe ich es endlich mal geschafft, mittendrin
mit einem leeren Tank auf der Autobahn zu stehen. Oh je, das wird toll. Mhm. Ja, da musste ich mich einmal abschleppen lassen. Gott sei Dank war das nicht mit meinem privaten Profil. Weil mit dem Testprofil ist das eigentlich relativ egal. Mit dem privaten Profil, da hätte ich mich irgendwo hingebissen. Das glaube ich. Naja, ist halt so. So wie, na, 80, okay, da dürfen wir weiter beschleunigen. Ja, gab's noch ein bisschen. Und hast du dir schon einen neuen Simulator gekauft? Nein, da mich im Moment. Weiß nicht, gibt's irgendwie nichts wirklich, was mich jetzt interessieren wird. Gleisbausimulator ist, glaube ich, Schrott. Ja, sieht auf jeden Fall danach aus. Stinkt langweilig. Das wie üblicher halt. Immer. Der Stadtbahn-Simulator, ja, ist auch nichts. Der ist so sinnvoll wie der Schwebebahn-Simulator. Ist das von den gleichen Entwicklern vielleicht sogar? Ich will da jetzt nichts Falsches in die Welt setzen. Ich könnte es fast vermuten, weil ich habe da ja die Videos gesehen bei Harald. Und am Ende, wo dieser Drehpunkt kommt, passiert das genauso wie bei dem Schwebebahn-Simulator. Die dreht einfach irgendwo nichts und fährt die Strecke einfach wieder zurück. Okay. Also wer diese Düsseldorfer Linie kennt, die U78, weiß, dass die vom Bahnhof aus in die andere Richtung auch eine normale Strecke noch hat. Da ist der Endbahnhof normalerweise auch nicht die Endstation der Linie, sondern die fährt auch noch hinter dem Bahnhof weiter. Also nicht unbedingt realistisch umgesetzt? Nö, realistisch ist die komplett nicht umgesetzt. Zwischen Hauptbahnhof und Nordstraße in dem U-Bahn-Bereich fährt die auf der falschen Seite. Die fährt also nicht wie üblich hier in Deutschland auf der Seite, sondern die fährt, eigentlich sieht es so aus, als wenn die in England fahren würde. Vielleicht Aha. sind die Entwickler aus England und haben sich da vertan. Und haben in, das ist seltsam, ehrlich gesagt. Also ich verstehe nicht, da baut man einen Simulator, baut eine Linie nach und dann schaut man sich's nicht an, wie es in echt ist. Ja, also, das ist ein gravierender, ich finde, das ist schon ein gravierender Irrtum. Ich meine, dass man vielleicht mal eine Haltestelle falsch benennt oder so, könnte ich ja noch hinnehmen. Mhm. Aber dass man eine U-Bahn-Strecke macht, wo die U-Bahn auf der falschen Seite fährt, ja, finde ich eigentlich nicht hinnehmbar. Und das werden sie auch nicht patchen können, so ohne weiteres, weil die müssten ja auch dann die komplette Sprachausgabe patchen. Weil, also, ja, hier bei der Haltestelle-Ansage wird ja immer gesagt, nächste Haltestelle so und so, zum Beispiel Nordstraße, dann Ausstieg links. So, super. Wenn du die natürlich jetzt auf die richtige Spur fahren lässt durch den Patch, musst du natürlich auch die Ansagen ändern. Ja, dann haben sie es hoffentlich so gemacht wie bei uns in Wien in echt, dass das ganze Bausteine sind, die zusammengesetzt werden. Tja, das weiß ich leider nicht. Auf jeden Fall ein relativer Fehlgriff, auch für 20 Euro. Ja, und von der Grafik her, also allein das Cockpit, das schaut ja grausam aus. Ja, stimmt. Ja, billig hingeschustert. Da nützt auch nichts, dass das Spiel einen Editor mitbringt. Du kennst ihn sicher, in Julian Tram Düsseldorf oder Captain Unbrauchbar, wie er jetzt heißt. Ja. Der baut ja auch einen GTA 8S, der über das Ding heißt. Der schaut besser aus. Er schaut eindeutig besser aus als dieses Ding. Tja, das ist einfach, ich finde, einfach relativ lieblos gemacht. Ja, schnell hingeschustert und ja, ich lasse mal schnell Geld damit verdienen. Ja, eine schöne Hülle wieder von außen mit netten Bildern. Ja, das ist ja einfach gemacht, also marketingtechnisch. Ja, und dann noch die große Werbung draußen hin auf die Hülle mit Editor zum selber modeln. Ja, sehr wahrscheinlich, damit das Spiel dann mal fertig wird und so ist, wie es sein soll. Darfst du die Strecke selber weiterbauen? Ja. Ja, Lego 2.0. Bauen Sie Ihre Strecke selbst zusammen. Ja, ja, demnächst. Ich warte noch auf den Simulator, wo du wirklich nur den Editor kriegst und ein paar Elemente, und du kannst dann alles selbst zusammenbauen. Das wär's. Ja, also, es ist wieder mal so oft, denken wir uns bei so Simulationsspielen,
Was hat sich der Entwickler dabei gedacht? Anscheinend nicht viel. Nur schade. Ich finde es auch schade, dass sie es so denken. Deshalb haben auch Simulatoren so einen schlechten Ruf. Das ist halt durch sowas bedingt. Ja, und den Ruf können noch ein paar Ausnahmen wie ETS oder OMSI nicht rausreißen, sag ich jetzt mal. Ne, weil die Leute, die irgendwann mal so ein Spiel erwischt haben, so einen schlechten Simulator oder so einen einfachen Simulator, wollen wir jetzt nicht einfach schlecht sagen, sondern sagen wir mal einen einfachen Simulator, die werden danach keinen anderen Simulator mehr nehmen oder kaufen. Sicher nicht. Weil das wird denen zu langweilig sein. Und da kannst du noch so einen guten rausbringen. Das müssten jetzt erstmal in Folge so 5, 6 oder 10 Simulatoren rauskommen, die top gemacht sind. Mhm. Dann würde der Ruf wieder steigen. Ja, aber das ist eher unwahrscheinlich leider. Ja. Weil auf den nächsten Simulator, auf den ich mich freue, das werden sich ungefähr 99% meiner Abonnenten eh schon denken können, ist OMSI 2. Es kommt jetzt eh bald, knapp ist nicht mehr ganz ein Monat. Ich hoffe, dass den Termin jetzt nicht nochmal verschieben. Ist auch der einzige Simulator in absehbarer Zeit mit festem Termin, wo man sagen kann, ja, der könnte was werden. Der wird was werden. Davon gehe ich aus. Also, wenn sie die Qualität wie beim ersten behalten, dass sie. Ja, aber ich hoffe, dass sie wirklich einiges zusätzlich reinbringen und nicht im Endeffekt nur eine Art Added-on rausbringen, sondern wirklich vieles neu mit reinbringen und vieles auch verändern. Ja. Weil sonst 30 Euro dafür ausgeben. Ja. Mein OMSI 2, ich habe eh schon mit Thomas in der letzten Folge drüber geredet auch. Sie wollen die Map deutlich erweitern, die Standard-Map. Du wirst dann so auch Jahres abhängig vom Datum kannst du dann so gewisse Ereignisse stattfinden lassen. Weiß ich nicht, dass zum Beispiel in Berlin hast du halt den Mauerfall zum Beispiel, dass der, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wann der war, aber wenn du auf ein Datum davor stellst, dann ist die Mauer noch da, dann fährt die Linie nur bis zur Freudstraße, stellst dann auf ein Datum danach, dann geht die Linie weiter. Also 89 fährt sie noch bis zur Mauer und nach 89 fährt sie weiter über die Mauer hinweg, weil die Mauer weg ist. Richtig. Und da kannst du halt, das ist auch dann für sicher für Mapper interessant, die neue Maps erstellen. Wenn es dann zum Beispiel, weiß ich nicht, du hast ein Dorf, der fährt über den Hauptplatz drüber und von mir aus im Dezember fährt er nicht so, weil im Dezember ist der Weihnachtsmarkt am Hauptplatz oder was auch immer. Also dynamische Ereignisse. Vorsicht, lass die Ente leben. Ja, die wird in 1000 Einzelteile zerspringen. Dann hast du Tierschutz an der Backe. Lebendige. Wie? Die bewegt sich, die macht Geräusche, also ist sie lebendig. Kannst ein bisschen anschieben, ha? Ja. Also dich, wie du auffährst, ja. Aber da ist doch genug Platz. Ja, jetzt möchte ich Polizei haben, die dich jetzt ranbringt, weil zu dicht ist Auffahrt. Ja! Mein Gott! Es war jetzt so klar, dass er auch rüberzieht. Ja, du sollst halt nicht rechts überholen. Ja, dann soll er schneller fahren mit seinem komischen Geschwür. das war wieder lustig. So, ich suche jetzt einmal einen Parkplatz, wo ich irgendwo stehen bleiben kann. Gut. Wir mischen wieder mal über Länge. Guck mal, wo ein Parkplatz kriegst. Ja, ich glaube, das schaut eher schlecht aus, also davon kommt irgendwas, aber. Ja, ich mach's ja immer bei meinen Zuschauern, ich werf die immer mitten im Grünen raus. Und die müssen dann zu Fuß weiter. Geht denn das? Der Käfer fährt schneller als ich. Und ich kann sich schneller fahren, weil er neben mir ist. Die mögen dich heute. Jetzt fahr da rüber. Das war nett, der hat jetzt Angst bekommen. Ja, wahrscheinlich 10-mal so viel wie SBR. Nein, nicht ganz 10-mal, aber. Ja, du musst noch ein Schild in deine Kabine vorne hinsetzen, wo Locotus draufsteht. Weißt du, wie schnell die Bahnen leer sind, wenn die sehen, dass du kommst? Sehr freundlich, Herr Kollege. Ja. Wie immer. Gerne.
so, aber ich habe die Befürchtung, da kommt irgendwie nichts. Ne? Jetzt hast du noch niemals mehr in Seitenstreifen. Sag mal, seid ihr alle deppert heute, oder? Ja, ich glaube, es hat doch gelohnt, dass ich da die KI bezahlt habe diesmal. Damit sie dich ein bisschen ärgert. Du bist schuld. Ich dachte mir, so kriege ich ein bisschen Unterhaltung während der Aufnahme. So, so. Das wäre aber langsamer Backplatz echt nicht schlecht. Ich glaube, ich nehme da oben einfach mal den Standstreifen. Gibt keinen Standstreifen. Doch, da gibt es ja wieder einen. Kommt da irgendwas in absehbarer Zeit? Ja, da vorne ist ein Parkplatz. Gut, zu dem fahren wir nachher, da machen wir eine Pause und dann starten wir die nächste Folge. Genau. Und in der nächsten Folge werden wir dann auch über wahrscheinlich ein anderes Thema sprechen. Ja. Denke ich mal. Das Thema hatte sich jetzt so aufgedrängt. Wir hatten ja eigentlich auch was anderes vor. Das ist richtig. Ja. Aber wie das so bei uns immer ist, nichts vernünftig hier plant. Glaubst du, ich plane meine Videos? Du nicht? Machst du sowas nicht? Nee, sicher nicht. Nee. Für sowas habe ich keine Zeit. Ich finde das auch besser, wenn das spontan ist. Kann man einfacher auf irgendwas reagieren, als wenn man sich jetzt genau irgendwas vornimmt. Das ist dann eh nicht hinhaut meistens. Darf ich mich beschweren? Wieso? Ja, hier ist nicht zum Rausgehen, zum Einkaufen. Hättest ja ruhig noch ein Stück weiterfahren können, bis zum Rastplatz. Da vorne ist kein Rastplatz, da vorne ist eine Mautstation. Ja, da gibt's auch nichts. Krieg wieder nichts zu essen. Nee, wie immer. Ja, gut, Leute, ich sag mal danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ja, ade.